Hallo meine Lieben, hier bin ich mit einem kleinen und auch so ziemlich letzten Haul für die nächsten ein, zwei Monate. Ich habe jetzt ein paar Sachen bei Scrubby vorbestellt, die werden wohl aber alle erst so im März, April kommen. Ja, und ich versuche stark zu bleiben und bis dahin kein oder nur sehr, sehr wenig Geld für Bastelsachen auszugeben. Ja, ich habe einfach zu viel. Und ich weiß, man kann eigentlich nie genug haben, aber ja, ich versuche hier gerade so ein bisschen Vernunft walten zu lassen. Ja, ich weiß nicht, ob ihr es hört. Bin immer noch erkältet und weiterhin krankgeschrieben. Habe jetzt nämlich auch eitrige Mandeln. Total toll, sage ich euch. Das ja, kann ich niemandem empfehlen. Naja, derzeit weiß ich so recht, was mit mir anzufangen. Die meiste Zeit schlafe ich und wenn ich wach bin, bin ich eigentlich zu matt, um irgendwas zu machen. Aber der Postbote war gerade da und hat mir von Create a Smile eine kleine Warensendung überreicht. Und da wollte ich euch mal zeigen, was da drin ist. Das habe ich, glaube ich, am Wochenende bestellt. Und gestern ist es versandt worden und heute habe ich es bekommen. Ja. So, dann zeige ich euch mal, was da drin ist. Schon mal aufgemacht, damit das nicht zu laut wird. So. Und zwar habe ich erstmal hier, könnt ihr sehen, habe ich das erste Mal bestellt, ein paar Pretty Pink Posh Pailletten. Und zwar ist das, steht das irgendwo drauf? Ja, hier steht es drauf, in Cornflower und in Pink Blush. Und das sind die kleinsten Millimeter Durchmesser Pailletten. Und so kleine hatte ich bisher noch nie und deswegen wollte ich die mal ausprobieren und die Farben haben mir auch zusammen sehr gut gefallen. Und ein paar andere der Farben, die ich gerne gehabt hätte, waren ausverkauft und deswegen habe ich mich mit denen hier begnügt. Ja, und eigentlicher Grund, warum ich was bestellt habe, waren diese drei Stempelsets und hier ist auch super süß verpackt noch ein kleines Dankeschön obendran. Das ist mit so einem schönen Twine angebunden und mal schauen, kriege ich das heile ab. Ja, da drinnen findet sich in so einem ja, Espresso-Braun vielleicht, so Enamel-Shapes, das sind einmal Pfeile oder Chevrons und ein paar Punkte. Ja, und das ist hier wie gesagt der eigentliche Grund meiner Bestellung, ein oder zwei Alphabetstempel und einmal noch die passenden Zahlen dazu. Und zwar sind die ja in so einem Diamant-Look oder Edelstein-Look gemacht und es hat mir so gefallen. Und ich besitze eigentlich kaum, ich glaube genau ein Alphabetstempelset und da dachte ich mir, gönne ich mir die mal. Und dachte erst, ich nehme nur die großen, aber habe ich gesehen, es gibt auch welche in klein. Und ja, kann ja nichts schaden, auch kleine zu haben. Zumal hier sind auch noch andere Symbole mit dabei. So ein Dreieck, ein Ad-Zeichen, Doppelpunkt, zwei Pfeile, ne, so ein Sternchen und hier ist nur eine Klammer und ein Apostroph und Zeichen, Fragezeichen und Ausrufezeichen sowie ein Nummernzeichen, also Hashtag, wie man es neumodisch ausdrückt. Ja, und dazu gab es dann auch noch das passende Nummernset von 0 bis 9 und noch eine 0, weiß ich nicht, warum man jetzt zwei Nullen braucht, aber okay. Plus, Minus, Gleich, ein Komma und ein Punkt. Weiß ich nicht, ob ich jetzt ein Nummernset brauche, aber ich meine, für Geburtstagskarten ist
das sicherlich ganz gut zu gebrauchen. Und es hat dazu gepasst und es hat nur die Hälfte gekostet, weil es halt ein kleines Stempelset ist. Und ja, bin ich gespannt, was ich da so Schönes mit kreieren werde. Und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!